Und schon wieder zurück bei Kingdom Come Deliverance. Wir haben letzte Folge einen erfolgreichen Diebstahl durchgeführt in der Mine. Wir haben jetzt im Prinzip nur noch eine Sache vor uns, die wir erledigen müssen. Und das wäre, hier diese Truhe zu öffnen und das Kleid herauszuholen. Allerdings haben wir ja noch eine Sache vor uns, die ich noch gerne machen würde. Bevor wir dann zu dieser Festivität uns bewegen. Und das ist, wir haben noch eine Karte vom Skalitzer Schatz. Und diesen Schatz würde ich gerne bergen. Und dieser Schatz befindet sich genau dort. Die Karte ist nicht unbedingt genau, aber ich habe mir das Ganze schon markiert, habe mir hier einen Marker gesetzt. Das müsste irgendwo hier in dem Bereich sein. Das müsste so hier, diese Ecke, müsste das eigentlich sein. Und da bewegen wir uns jetzt mal flugs hin. Wie komme ich denn da am besten hin? Ich glaube hier über die Brücke, dann hier entlang, einfach da in diese Richtung grob. Ja, Hund, komm mit. Wir haben zu tun. Da kannst du eventuell buddeln. Vielleicht kannst du auch suchen. Vielleicht kann der Hund ja graben. Ja, stimmt eigentlich. Wir brauchen doch eigentlich überhaupt keine Schaufel. Der Hund kann doch graben. Weil ich habe ein bisschen die Sorge, sobald wir uns zum Fest begeben, fürchte ich. Also, wir haben das. Wir werden dann zum Fest tatsächlich das Kleid vom Vater anziehen. Ich glaube, das ist auch notwendig. Das bedeutet eigentlich, wir könnten jetzt das andere Kleid hier einweihen. Andererseits habe ich so ein bisschen die Befürchtung, wenn das Kleid, das der Vater uns da schenken will, irgend so ein Marktkleid ist, das wirklich nicht gut aussieht, dann haben wir hier für 400 Groschen ein richtig schickes Kleid gekauft, das wir aber nicht tragen können. Ja, super. Na gut, wir gucken uns das mal an, aber sonst machen wir, sobald wir zu Hause sind, und dann entscheiden wir, welches Kleid wir tragen möchten. Es ist kein Wunder, dass Theresa hier immer wieder aussieht wie Sau, wenn sie hier durch die Walachei rennt und beinahe in die Matschsümpfe rein. Guten Tag. Guten Tag, Herr Silbermann. Skalitz hat aber auch ein sehr, also die Festung, die Burg da oben, wenn man die noch ein bisschen ausgebaut hätte, uneinnehmbar, uneinnehmbar. Hat einen wundervollen Ort da oben. So, hier müsste es ja irgendwo sein, dann da hinten, ne? Genau, da ist ein Baum umgekippt. Und neben dem umgekippten Baum sollte ja dann irgendwo der Schatz sein. Zumindest so eingetragen auf der Karte. Jetzt hänge ich hier im Gestrüpp fest. Hier ist kein umgekippter Baum. Hier sollte ich hin. Ja, das mir angezeigt. Gucken wir mal. Hier sollte ja dann auch doch irgendwo noch. Warte mal. Hier sind wir jetzt hier. Ich mache mal gerade die Karte. Und die Karte sagt: umgestürzter Baum auf der also auf der Südseite quasi, wenn man das so sieht. Umgestürzter Baum ein bisschen ein Stück links davon. Aha, also hier irgendwo. Machen wir den Marker weg. Hier irgendwo. Da hinten ist der erste Baum umgestürzt. Und hier ist der zweite. Das heißt, hier. Öffnen. Tatsache. Groschen. 100 Groschen. Jawohl. Und ein Strauchtriebtrunk. Und ein Trunk des Nachtfalken. Das bringt uns leider alles nicht so viel. Aber wir haben es zumindest gefunden. Ich bin stolz. Wir haben einen Schatz gefunden. Also ich vermute mal, das ist der Schatz, oder? Jetzt nicht, dass hier noch irgendwas anderes ist. Außer wahrscheinlich Kumanen, wenn ich hier noch weiter reingehe. Ja, wir könnten natürlich jetzt noch die Natur von Skalitz entdecken. Boah, ich kann mir vorstellen, wenn hier mal ein Weg wäre, also so ein richtiger Weg, und man kommt dann hier in das Gebiet Skalitz rein. Das wäre schön. Das sollten die mal ausbauen als touristische Attraktion. Ich glaube, das würde einiges an Groschen. Naja, gut. Nee. Meine Gedanken dahingehend beruhen darauf, dass Skalitz das Ganze hier überleben würde. Aber das tut's ja nicht, das wissen wir ja schon. Boah, der Hund. Gerade voll vorbeigeflitzt hier. Aber die werden das ja irgendwann wieder aufbauen. Und ich vermute mal, dass von da hinten auch durch dieses kleine Tal sich ein Weg hier hinschlängen wird. Wobei wir ja eigentlich schon genug Wege hier haben, wie den da oben.
dass der Hund das nicht frisst. Ne? Das machen Hunde gerne mal. Huch, hallo. Hallo, Theresa. Grüß dich. Warum kennt ihr uns hier eigentlich... ja gut, okay, die Frage erübrigt sich. Wir sind eine von wenigen Frauen des Dorfes und hier kennt uns jeder mit Namen. Hallo, Wache. Ich hoffe, ich darf hier... ist alles in Ordnung? Ja, okay, alles klar. Ich darf hier lang gehen. Naja, mit den Groschen haben wir jetzt auch nicht mehr so viel anzufangen. Wir könnten uns ein Schwert kaufen. Aber warum sollten wir das tun? Warum sollte Theresa ein Schwert dabei haben? Sie hat jetzt einen Bogen mit dabei. Ich glaube, das ist eine ganz passable Ausrüstung für sie. Mit dem Schwert. Und ich weiß auch, beim Kampf mit Heinrich, warum ich da nicht wirklich was reißen konnte. Weil die ganzen Sachen wie Konter oder Blocken oder was nicht alles, das kann sie alles noch nicht. Weil sie ja Schwertkampf Level 1, glaube ich, hatte. Oder sogar noch. Ja, ich habe mit 1 gestartet. Das bedeutet, wir konnten die ganzen Schläge noch gar nicht ausführen. Warum liegen hier... Welches Ekelpaket hat denn hier angebissene Äpfel hingeschmissen? Einfach auf die Straße. Na gut. Dann widmen wir uns der Überraschung. Ich hoffe, das wird ein schönes Kleid sein. Schöner als das, was wir da gekauft haben, weiß ich nicht. Theresa, Zeit erwachsen zu werden. Das schöne Kleid anzuziehen und deinen zukünftigen zu treffen. Aufbrechen, dann kannst du heute keine Arbeiten mehr verrichten. Ja, ich glaube, wir haben auch soweit alles erledigt, oder? Ich meine schon. Nun, ich komme eh nicht drum herum. Oh ja, das ist... nicht so hübsch wie das, was wir gekauft haben, aber es ist hübsch. Aber ich glaube, er macht sich wirklich Sorgen um Theresa. Also er will, dass sie ein gutes Auskommen hat. Vater wird mich umbringen, weil ich nicht beim Fest war. Nun denn, auf zu ihm, dann hab ich's hinter mir. Ich kann sie so gut verstehen, sie sieht, wie die ganzen Leute da, wie alle irgendwie ihrem Tagwerk folgen und alle irgendwie auch in gewisser Weise glücklich sind. Und für sie wird dann vorgesehen, dass sie so einen alten Kauz heiraten muss, der mit Sicherheit nicht unfreundlich ist, aber der vielleicht sogar, ach guck mal, wir können das Festkleid sogar anziehen, der vielleicht sogar... Wir ziehen mal das an und wir ziehen das Alltagskleid unten drunter. Sind wir ein bisschen hübscher ausgestattet. Das Festkleid ist... Ach, das ist auch nur unten drunter. Aha. Na gut, aber wir können das jetzt nicht anziehen. Sprich mit deinem Vater, füttere den Hund, füttere die Hühner. Ja, und sie hat dann eben vor sich, und vor allen Dingen, wir wissen ja jetzt schon, dass offenbar die Romanze zu Heinrich schon ein bisschen früher begann, oder ihre Gefühle für Heinrich schon ein bisschen früher begannen. Und dann sieht sie, wie er da mit Bianca rumsitzt und rumschäkert, und auf sie wartet der alte Mann, der sich hinsetzen muss, weil er nicht mehr stehen kann. Das ist schwierig. Und ich kann das absolut nachvollziehen, dass sie... Wo ist der Hund? 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 Hund?
Und? Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Hundeschmalz werde ich ihm nicht zu essen geben. Also bitte. Da, bitteschön, für dich. Nur für dich. So, Hühnerfutter hatten wir, glaube ich, auch drinnen. Ach ne, das haben wir dabei. Das haben wir dabei. Stimmt. Und ich sehe schon, da wird schon eifrig geplaudert. Irgendwas. Vor allen Dingen, der Vater hat ja anscheinend mit dem Meister Fey-Vater noch ausgehandelt, dass die Therese da hinkommt. Bro, der wird alles andere als glücklich sein. Das ist... Gut, das ist natürlich auch gegenüber dem Fey-Vater nicht unbedingt fair gewesen, aber... Ich glaube, da steht er sogar. Oh, oh. Oh Gott, ich will da nicht hin. Ich will da nicht hin. Es gab Ärger mit den Wachen. Was? Sind wir aufgeflogen? Nein, nein. Zum Glück konnten wir alles rechtzeitig verstecken. Sie haben uns nur ausgehorcht. Gut. Das Geld ist versteckt, wie immer. Der Anführer lässt dich grüßen. Leb wohl. Oh nee, das war gar nicht der Fafer. Das waren die, die immer das Silber abholen hier. Sind das welche von Sigismund da, oder wie er hieß? Ich meine doch, ja. Hier für euch. Bock, 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 bock. Bitte sehr. Füllt eure Schnäbelchen. Diese Schweine. Und was ist mit dir passiert, Bischek? Grundgütiger. Was ist denn passiert? Was glaubst du denn? Fertig gemacht wurde ich. Der Bastard Heinrich war's. Herr im Himmel. Wie kleine Jungs. Oh, stimmt. Sieht übel aus. Dann mach irgendwas. Ich blute. Zeig mal her. Ihr erinnert euch noch, wir haben mit Heinrich den Bischek vermöbelt. Warte, ich besorge einen Verband. Ich glaube nicht, dass Theresa da sagen würde, nö, ist mir egal. Es ist ihr egal, wer verwundet ist. Jemand, der verwundet ist, der bekommt einen Verband. Ist nur die Frage, wo? Ist nur die Frage, wo? Ich rede vielleicht erstmal mit dem Vater. Wir müssen einiges erklären. Was hast du gestern getrieben? Meister Fafer war da. Er hat den ganzen Abend gewartet und du bist nicht gekommen. Ja, es tut mir ja auch leid. Tut mir leid, ich... Als ich Johanka, Matthias, Heinrich und Bianca gesehen habe und dann den wartenden Meister Fafer. Du hast das Weite gesucht und ihn im Regen stehen lassen. Es tut mir leid, Vater. Ach, du warst schon immer ein Dickkopf, wie deine Mutter. Ich kann dir nicht böse sein, aber eines Tages wirst du heiraten und sei dir versichert, dass ich nicht jeden akzeptieren werde. Ich weiß, Vater. Ich würde eben gerne ein Wörtchen mitreden. Gut, einverstanden. Ich lass dich nicht mehr außen vor. Erwarte aber, dass du dann vernünftig bist. Das Fest geht heute dennoch weiter und Meister Fafer wird dort sein. Er bezahlt das schließlich alles. Aber lassen wir das. Es gibt viel zu tun. Kannst du zum Schmied gehen und unsere Nägel abholen? Sie sollten fertig sein und der Zaun repariert sich schließlich nicht von selbst. Jawohl, Vater. Ich hole sie. Na, jetzt können wir die Nägel abholen gehen. Ich bin froh, er ist nicht so... Aber dann merkst du auch schon wieder, dass der Vater, dass er wirklich daran interessiert ist, dass es der Theresa auch gut geht. Und, ich glaube nicht, dass er da böse Absichten hatte oder irgendwie dachte, naja gut, da kann er selber irgendwie was absahnen oder so. Sondern es ging ihm wirklich nur darum, dass sie im Bestfall dann wirklich auch eine Möglichkeit hat, in eine Beziehung einzuheiraten oder in Verhältnisse einzuheiraten, die bei Meister Fafer ja nun mal wirklich... Guck mal, Groschen? Ach, Moment, wo haben wir die denn her? Lazarus, Trank des Barden, noch ein gewöhnliches Kleid und ein Kopftuch. Na ja, gut, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber wo sind denn Verbände? Ich habe keine Verbände. Huch! Achso, ich hab gerade gedacht, das wären chinesische Schriftzeichen, sind sie aber nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich Verbände auftreiben sollte, außer sie in der Stadt zu kaufen, aber das scheint mir, glaube ich, nicht die richtige Lösung zu sein. Wie sieht's denn mit dem Essen aus? Guck mal, seit halt 77, kann man hier nochmal aus dem Topf essen. Jetzt bin ich überfressen, toll, dankeschön. Aber gut, auch sie darf sich mal satt essen. Ich sehe hier keine Verbände. Ums Verrecken nicht. Apfelbrot. Oh, guck mal, wie viel. Komm, wir nehmen die Äpfel mal mit. Und das Brot nehmen wir auch mal mit, den Käse auch. Den braucht hier niemand mehr. Haben wir hier noch irgendwas Leckeres drin? Oh, das sind nur die gleichen Vorräte schon wieder. Hundefleisch. Da freut sich Spitzer, wenn er das sieht. Nee.
dass das ganze Regal hier anscheinend... Ja, das ganze Regal wird angezeigt. Ja, wo finde ich denn jetzt Verbände? Hier in der Mühle vielleicht irgendwas? Eine Axt! Oh, warte mal, eine Axt könnte doch ganz nützlich sein, oder? Ein Kupferring? Können wir verkaufen. Wo haben die denn das Leder her? Haben die wieder gewildert hier? Na gut, komm, wir lassen die Axt auch mal hier. Die können wir im Prinzip nicht brauchen. Denn sei mal ehrlich, Theresa kann damit nicht umgehen. Wir sind keine Verbände. Ich muss in die Stadt, Bischek. Sonst finde ich keine Verbände. Das tut mir echt leid. Aber ich glaube, hier auf dem Hof werde ich keine mehr finden. Ja, wenn das Fest heute weitergeht und der Meister Pfeifer auch wieder da ist, das wird ja ein Riesenspaß. Zumal Theresa ja auch versprochen hat, dass sie mit Adam tanzt. Schlafen und speichern? Nee. Nee, ich suche Verbände. Hier sind keine Verbände. Es tut mir echt leid, aber ich muss in die Stadt gehen. Bin gleich wieder da. Dauert nie lange. Tja, keine Hochzeit. Zumindest nicht so schnell. Der Meister Pfeifer, der ist mit Herrn Ratzig, ist da, glaube ich, mitgereist. Beziehungsweise in dieser Nacht- und Nebelaktion war der, glaube ich, mit auf der Flucht. Gott sei mit dir, Theresa. Wo kam denn jetzt dieser Hall her? Waren das göttliche Stimmen, die zu mir sprechen? Tja. Boah, das tut mir aber so... Ich werde auch das nicht los irgendwie, wie sie da stand... Und wie sie gesehen hat, wie alle ihre Freunde, selbst Johanka mit Matthias. Und da hat sie ja noch dafür gesorgt, dass die beiden gemeinsam aufs Fest gehen. Und sie muss dann da stehen und... Das Schlimme ist, ich habe so die Vermutung, wir kennen den Meister Pfeifer ja auch nur aus wenigen Begegnungen. Hier können wir vielleicht was kaufen. Aus wenigen Begegnungen Schönen kennen Tag. Wir ihn. Und ich habe so die Vermutung, dass es dem Meister Pfeifer auch unangenehm war. Und dass der auch nicht unbedingt... Und wir nehmen mal 3 Stück mit, für alle Fälle, in den Warenkorb. Wir haben 304, das sollte völlig ausreichen. Nehmen wir einfach mit. Kräuter, frisch oder getrocknet. Dann heilen wir ihn sofort, bevor nachher da die Quest wieder abgebrochen wird, weil wir uns nicht rechtzeitig drum gekümmert haben. Dem Meister Pfeifer war das mit Sicherheit genauso unangenehm, weil der ja eigentlich auch weiß, okay, Theresa ist deutlich jünger als er. Sie hat hier ihre Freunde im Dorf, die alle miteinander verbandelt sind. Und er steht da als alter Mann und wartet auf die junge Dame. Wäre zumindest mir unangenehm. Wäre eine sehr unangenehme Situation, überhaupt das Wissen, dass ihr Vater quasi sie angeboten hat. Auch in dem Wissen, dass das wahrscheinlich eher um eine gute Partie geht. Aber vor allen Dingen, weil man sie auch nicht kennt. Zeig mal her. Das muss man verbinden. Ich habe etwas dabei. Dann mach doch endlich! Dein Ton gefällt mir nicht. Warum habt ihr euch überhaupt geprügelt? Dieses Pack hat Dung auf das Haus des Deutschen geworfen. Und als Hans gesagt hat, sie sollen aufhören, sind sie auf uns los! Hundsfotte! Dung, sagst du? Deswegen riechst du so gut. Haha, du bist echt witzig. Ich werd's ihnen heimzahlen. Verlass dich drauf. Gott hab Gnade. Unentwegt müsst ihr Jungs euch die Köpfe einschlagen. So, und jetzt ruh dich ein wenig in der Mühle aus. In dem Zustand kannst du nicht arbeiten. Ich muss los. Mal guck mal. Du hast die Spezialisierung Erste Hilfe 2 freigeschaltet. Du kannst nun effektiver Verbände nutzen und auch in Dialogen von deinem Heilerwissen profitieren. Das ist doch gut. Ich weiß zwar nicht, wie lange das von Nutzen sein wird, aber vom Heilerwissen profitieren ist immer eine gute Sache. Jetzt gehen wir Nägel abholen und da werden wir nochmal mit Heinrich zusammentreffen. Ja, irgendwie hatte ich das so nicht mehr in Erinnerung. Oder werden wir vielleicht auch nicht mit ihm zusammentreffen? Ich weiß es nicht. Oder, ich meine mich zu erinnern, hatte ich ja letzte Folge gesagt. Irgendwas war da mit Nägeln ganz am Anfang. Und ich glaube, es war sogar so, dass der Vater gesagt hatte, Theresa, schön dich zu sehen. Ja, schön dich zu sehen. Sie hat schon zweimal nachgefragt, wo ihre Nägel sind oder wo ihre Nägel denn bleiben. Ob Knie, Rücken oder Bauch. Also diese Pferde, die können ja überhaupt nicht an sich halten. Was essen die denn hier?
Da sieht man das Ergebnis des Ganzen. Da oben. Möge Gott dich behüten, Thea. Ja, vielleicht solltest du ein ganz kleines Stück zur Seite rücken, weil ich glaube, da könnte noch das ein oder andere runterfallen. Ja, okay, sie will nicht mit uns reden, dann muss sie lernen. Dann muss sie lernen aus dem, was geschehen wird. Aber das Bedürfnis, noch ein paar Sachen zu kaufen. Aber ich glaube, Kleidung brauchen wir uns jetzt auch nicht mehr zu kaufen. Was ist denn hier los? Helfer des Köhl. Achso, ja, stimmt. Der war ja schon die ganze Zeit hier. Da war die Händlerin, ne? Und da können wir noch was zu essen kaufen, aber zu essen haben wir jetzt auch genug dabei. Und die beiden sitzen wie jeden Tag sitzen die hier, der Vogt und Marona. Wir können aber auch mit keinem mehr reden. Wir können mit niemandem mehr reden, leider. Können wir denn noch was kaufen? Na, mit der Händlerin können wir noch reden, na gut. Aber kaufen müssen wir jetzt gerade auch nichts. Sondern wir machen uns jetzt auf den Weg zum Heinrich gehen wir jetzt. Ach, guck mal hier. Sie holen Wasser. Ich bin das nur noch von Ratei gewohnt, wie sie immer den Berg rauf und runter gehen, weil sie da das Wasser ja unten vom Fluss geholt haben und nicht aus dem Brunnen. Oh, die Szene kennen wir, glaube ich. Es ist wundervoll. In der Tat, das ist es. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. Wie sieht es mit den Nägeln aus? Hier, bitte. Danke. Stimmt, so war das. Und wie geht's, Bianca? Gut. Warum fragst du? Ach, nur so. Werdet ihr heute Abend zum Reigen gehen? Wie ich hörte, hattest du Ärger mit Bischek und dem Deutschen. Etwas. Tut mir leid. Es lief aus dem Ruder. Ach was. Ich hoffe, dieser Idiot Bischek hat bekommen, was er verdient hat. Kann ihn nicht ausstehen. Ich dachte, da er auch von der Mühle ist... Tja, falsch gedacht. Er ist ein Schwein. Wie auch immer, ich will dich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön. Červená se jablíčko, zahrát se nám zrálo. Můj milej nic nevidí, na něj že se smálo. Ztratilo se jablíčko v travičce vysoké. Můj milej ho nenajde, bude ho mít jinej. Rozběhlo se jablíčko ze stráně u řeky. Můj milej ho nechytí, uplave na věky. Vater, was hast du, Bastard? Du Schwein, du! Hier los? Bischek, sie sind überall. Sie bringen alle um. Was? Bischek, ihr müsst... Ihr müsst... Mist! Kommt, Tom, geh, segíteni!
Lass mich los! Nein! Ja, so nehmen wir ruhig noch gerne die Bewegung und kommt so. Lass mich! Doch, renn das schön! Gerne! Bitte, hör auf, hör auf! Bitte! Bitte abonniert hier! Nein, aufhören! Ich will doch nicht! Das ist ein Nein! Was haben wir denn da lieb, wenn wir mich heiterschöpfen? Fuck ja! Okay, alles klar. Die Kumanen sind da und die Szene hat mich gerade ein bisschen mehr mitgenommen, als ich dachte. Du bist im Besitz eines Dolches gelangt und hast die Spezialisierung Meuchelmord erhalten, falls es dir gelingt. Okay, Meuchelmord. Okay, wir müssen hier weg. Das ist nämlich genau das, was passiert ist. Heinrich hat uns gerettet, oder wir haben Theresa damals gerettet als Heinrich. Und danach wussten wir nicht mehr, was mit ihr geschehen ist. Dass die Kumanen... Die Kumanen verfolgen gerade... Die Kumanen verfolgen nämlich gerade Heinrich. Ja, das bringt uns alles nichts. Wir müssen hier nichts mitnehmen. Das lohnt nicht mal. Wobei ich interessiert wäre, einfach nur um es zu wissen, ob wir uns verkleiden können als Kumane. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Warte mal. Aber ich glaube, wir können das nicht anziehen. Ja, wie ich es vermutet habe. Wir können es nicht anziehen. Das heißt, wir können uns auch nicht verkleiden. Na super. Da draußen stehen sie und wollen rein. Wie kommen wir jetzt hier raus? Ne, hier, ich habe gedacht, hier vielleicht aus dem Fenster, aber das ist keine Option. Und wie ist der Kumane reingekommen? Wahrscheinlich durchs Fenster in der Küche. Das ist vielleicht... Wo, muss ich zugeben, das hat mich eben ziemlich, vor allen Dingen das Lied. Vor allen Dingen das Lied hat mich leider ziemlich... Komme ich nirgendwo raus. Nein, die haben die Tür aufgemacht. Samuel. Hoffentlich geht es ihm gut. Ich bin gerade so angespannt, ey. Finden. Samuel, wo ist Samuel? Gelange zu den Minen und finde Samuel. Erkunde den südlichen Stollen, den westlichen Stollen, den östlichen... Bitte was? Achso, ja, Samuel ist wahrscheinlich... Stimmt, der ist ja wahrscheinlich in den Minen. Wie kommen wir denn da jetzt am besten hin? Hier sind doch überall Kumanen. Boah, diese ganze Szene macht mich gerade voll fertig. Oh Gott, guck da oben. Vielleicht kommen wir da jetzt gerade vorbei, wenn die am Kämpfen sind. Vielleicht schaffen wir es da zum ersten Stollen hier hinten. Ist das eine von unserer? Nee, das ist ein Kumane. Und ich glaube, da haben die Kumanen schon gesiegt. Ah, verdammt. Komme ich hier rauf? Oh nein, ich glaube, er hat mich entdeckt. Nein! Hund, hilf mir! Okay, jetzt habe ich mir die anderen auch entdeckt, oder? Ja, super. Das war so klar. Hund, Hund, mach was. Hund. Na, jetzt... Och, Theresa, bitte. Ach ja, da steht ja der Kumane. Ist ja auch ein Kumane. Oh ja, super, das hat nicht funktioniert. Die sind hier überall.
Okay, das ist, ich glaube... Also wenn wir hier nochmal... Da läuft auch einer... Die haben ja schon alles infiltriert hier. Hier komme ich doch nie wieder raus. Ja, super. Ungehorsam. Nein! Gerade jetzt wird der Hund ungehorsam. Ach, komm. Gerade jetzt wird der Hund ungehorsam. Wenn der Hund nicht mehr auf dich hört, kannst du ihn... Dein Hund ist weggelaufen. Ja, super. Genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Hier ist die Mine. Oh Gott, wie viele sind denn hinter mir her? Wie viele sind denn hinter mir her? Oh Gott. Zum Glück haben wir sie so abgehängt. Haben wir ihn direkt gefunden? Das ist ein Kumane. Matthäus? Theresa? Atmest du noch? Elender Scheißkerl! Geiler! Ich hab doch gesagt, du sollst verrecken! Theresa! Gott sei Dank, du hast überlebt. Was ist mit deinem Vater und mit Stibor? Oh. Was ist mit Samuel? Er ist drin, aber... Aber warte mal, Theresa. Sie haben ihn ziemlich übel zugerichtet. Wir bringen dich zu ihm. Hier draußen ist es nicht sicher. Fritz, geh und sag den anderen, dass wir aufbrechen, sobald die Sonne untergeht. Wir sollten den Weg hinter uns verbarrikadieren, falls uns diese Bastarde folgen. Ja, mach das. Theresa, Samuel... Samuel liegt dort drüben. Ich möchte dich erst etwas fragen. Was ist mit Samuel passiert? Weiß ich nicht. Ich war nicht dabei, aber er muss hier in der Mine gewesen sein, als sie gekommen sind. Es war großes Glück, dass er überlebt hat. Ja, andere hatten weniger Glück. Wie viele seid ihr hier? Ein Dutzend oder mehr. Als es losging, flohen wir zu den Minen. Seitdem warten wir auf den richtigen Zeitpunkt, um zu fliehen. Wie geht es weiter? Wenn es dunkel wird, schleichen wir uns raus. Hoffentlich sind diese Mistkerle damit Plündern abgelenkt. Und wohin sollen wir gehen? Das überlegen wir noch. Vielleicht nach Thalmberg. Rofna ist zerstört und sonst ist da nichts in der Nähe. Was, wenn die Schweine auch Thalmberg angreifen? Ich denke, Sasau wäre besser. Nach Sasau ist es weit, Fritz. Nur, wenn uns nichts Besseres einfällt. Mal sehen. Hab Dank. Ich sehe nach meinem Bruder. Geht nicht ohne uns. Theresa! Samuel, du lebst! Als du regungslos da lagst, dachte ich, dass du... Theresa, hilf mir, bitte. Ich bin verletzt. Es tut sehr weh. Wo tut es weh? Überall. Es ist schlimm. Theresa. Samuel, was ist? Theresa, ich will nicht sterben. Oh, Samuel, du wirst nicht sterben. Das lasse ich nicht zu. Ich bin bei dir. Zeig mir die Wunde. Hier,
Es ist schlimm, oder? Also ich glaube, ich würde ihn jetzt nicht anlügen, weil ich glaube... obwohl... Das ist eine üble Wunde. Aber die Verbände helfen. Die Blutung ist gestillt. Ein gutes Zeichen. Ja? Ich habe geblutet. Wie ein Schwein. Oh, Theresa, mein Kopf. Alles dreht sich. Sei unbesorgt. Du musst dich ausruhen. Sobald wir von hier weg sind, gehen wir zu einem Heilkundigen. Wie ist das passiert? Diese Heiden stellten uns im Stollen. Bevor wir wussten, was da los ist, waren sie schon drin. Es war schrecklich. Wir konnten nichts sehen. Und wir mussten an ihnen vorbei. Doch einer griff an. Ich hab ihn gar nicht kommen sehen. Es war so dunkel. Da war viel Geschrei. Ganz ruhig, Samuel. Alles ist gut. Du bist ihnen entwischt. Ja, diese Schweine hatten es auf das Silber abgesehen. Was ist mit Vater und Stibor? Wo sind sie? Ich weiß nicht, ob ihn das jetzt nicht noch... Wobei, auch hier schon wieder. Ich glaube, es bringt da nichts zu lügen. Erstens wird das wahrscheinlich eh rausfinden. Je nachdem, wie gut sie lügen kann. Ich glaube, nicht gut. Oh, Samuel. Es tut mir so leid. Sie haben sie getötet. Beide. Ich war dabei. Und konnte nur knapp entkommen. Sind wir jetzt allein? Vater und Stibo. Sie haben Dummheiten gemacht. Große gar. Denkst du, Gott wird ihnen vergeben? Ja, Samuel. Der Herrgott weiß, dass sie das Herz am rechten Fleck hatten. Sie sind jetzt bei Mutter. Mutter. Ja. Hör zu, Samuel. Wir müssen von hier verschwinden. Draußen wird es dunkel und eine bessere Chance kriegen wir nicht. Ich weiß nicht, ob es geht. Andererseits... Wenn ich nicht mehr blute, gehen wir. Theresa? Was ist denn? Hab Dank. Wofür? Immer bist du für mich da, als ich noch klein war. Und hör zu, Theresa. Falls ich es nicht schaffe, versprich mir, dass du auf dich... Hör sofort auf damit, Samuel. Bringen wir dich auf die Beine. Die anderen warten auf uns, am Eingang der Mine. Komm, ich helfe dir. Wohin wollt ihr gehen? Nach Rovna und dann weiter. In der Gegend scheint es etwas ruhiger zu sein. Aber Theresa, was ist mit Samuel? Samuel? Der kommt natürlich mit. Theresa, er wird den Marsch nicht durchhalten. Er hat viel Blut verloren. Worauf willst du hinaus? Er mag ein zäher Bursche sein, aber wir müssen uns beeilen. Und Samuel würde uns nur aufhalten. Matthäus, du glaubst doch nicht, dass ich ihn einfach hier lasse. Deine Entscheidung, Theresa. Ich sag dir nur ehrlich, wie es ist. Selbst wenn er mitkommen würde, würde er wohl nicht bis morgen überleben. Tut mir leid. Ja, ich glaube, sie haben sogar recht damit. Wir könnten für ihn eine Trage bauen. Habt ihr hier irgendwo Seile und etwas Stoff? Mit Trage sind wir zu langsam. Und wenn er nicht ruhig liegt, verschlechtert sich sein Zustand nur weiter. Und uns kostet es Kraft. Dann geht. Und ich bleibe hier. Schickt Hilfe, sobald ihr in Thalmberg seid. Bist du sicher, Theresa? Du solltest mit uns gehen. Ich werde ihn nicht im Stich lassen. Ich bin sonst ganz allein. Bis morgen bringe ich ihn schon durch.
Und ihr flieht, um in Thalmberg Alarm zu schlagen. Herr Divisch ist ein guter Freund von Herrn Ratzig und wird alles tun, um zu helfen. Du lässt dich wohl nicht davon abbringen. In der Mine sind Fackeln und Wasser zum Waschen von Samuels Wunden sollte es dort auch noch geben. Ach, und wechsel seine Verbände. Ich danke dir. Theresa, falls... Der Herrgott schütze dich, Matthäus. Ich werde Hilfe aus Thalmberg schicken. Bleibt, wo ihr seid. Du kennst deine Gesundheit stets in der roten Leiste am unteren Bildschirmrand gesehen. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das ist mir nicht fremd. Und da hinten wird gerade Scarlett geplündert. Boah, es tut mir leid, dass ich da jetzt gerade mal ein bisschen ruhiger war, aber... Dafür ist mir Kingdom Come zu sehr ans Herz gewachsen und vor allen Dingen auch die Charaktere hier, die man jetzt mittlerweile schon doch ein bisschen besser kennt und weiß, was sie so auf dem Kerbholz haben teilweise. Da bleibt's nicht, kann ich gerade nie mehr so viel zu sagen. Allein schon dieser Anblick hier und in dem Wissen, was da noch alles passieren wird. Wir schauen mal, ob wir Samuel durchbekommen. Ich bin irgendwie der festen Überzeugung, dass es nicht so sein wird, denn sonst hätten wir ihn ja schon getroffen. Und allein schon die Szene, wo Theresa Vater und Bruder verloren hat, vor ihren Augen und dann all das erlebt hat. Warum kommt jetzt diese Musik? Das macht mir ein bisschen Sorgen. Wir machen in der nächsten Folge hier weiter und darum bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.